Heute ist der zweite Tag vom neuen Jahr 2022. So bin ich gestern von meiner Wohnung an der Grendelstraße oder Grendel 19, 6410, der Sonnenaufgang oben von der Gemeinschaftsdachterrasse aufgenommen habe und mir überlegt, dass vielleicht heute das noch von Hellbühl aus zeigen will. Ich befürchte aber, dass ich schon ein bisschen zu früh raus bin. Wobei. Ich habe mir den Bus da rein, ja. Zweimal. Da kommen wir gerade noch, ich zeige es noch kurz, ein paar Raben zu fliegen. Gehört sie auch. Ab morgen geht's dann wieder. Mathe-Videos. Beine Sprache. Also Schweizerdeutsch und Albanisch. Und regelmäßig Naturvideos natürlich. Und zwar direkt von der Grendelstrasse 19, Grendel 19, 6400. Und aber auch, also ich habe jetzt den letzten Monat damit verbracht, Hörbücher zu hören. Ich habe mir schon immer vorgenommen, so die 100 Hauptwerke, oder einfach, ich habe sie mal auf 100 beschränkt, aber ich denke, es wären mehr als 100 sein. Also im letzten Monat wollte ich schauen, wie viel ich pro Tag mal hören. Und jetzt habe ich irgendwo so eine Mitte gefunden, so dass ich dann vielleicht mit früh am Morgen mit Büchern starten, Bücher lesen, die aber nur für mich zusammenfassen. Ich tue es zwar jeweils öffentlich stellen, aber nur auf meinem privaten Facebook- und LinkedIn-Profil. Und dann, sobald es hell ist, dass ich dann vielleicht mit Mathe starten. Mathe-Videos machen und so auch für mich selber eine Abwechslung haben, damit ich dann irgendwann während dem Tag auch noch das Wetter geniessen kann, wenn das Wetter stimmt. Dass ich raus kann und dann alle draussen die Naturvideos machen, dann habe ich gerade alle drei. Also alles ein bisschen miteinander verbunden. Lesen bzw. Hörbücher hören. YouTube-Kanal Fokusstrategie pflegen, indem ich die Library erweitere, also neue Mathe-Videos stellen. Das werde ich auch dieses Jahr direkt von meiner Wohnung in Luzern aus machen. Und dann im Verlauf des Tages eine Serie Natur-Videos veröffentlichen, wie jetzt. Der Sonnenaufgang.
Und zwar aus einem neuen Blickwinkel von Hellbühl aus. So startet wieder ein einzigartiger Tag. Ein Foto für dich. Zimmer. Genau, die Kamera wählen. Ich kann auch noch von der Kamera einfach das. So, und heute ist das Video 15 Minuten.
2. Januar 2022. So mit dem Sonnenaufgang. Ich mache noch sicher ein paar Naturvideos. Ich merke gerade, wieder mal im Dorf. Ist die Natur viel, also man hört sie viel besser.